saftige vegane Burger. In märchenhafter Atmosphäre findet man im Peter Pane Burger Grill. Oberleckere Kreationen wie Schatzinsel, Frohnatur oder auch Räubertochter sind nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen veganen Sortiment. Ich bin hier heute in Warnemünde in meiner Heimatstadt Rostock und treffe auf die liebe Sarah, die in der Foodentwicklung mit Peter Pane arbeitet. Liebe Sarah, ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir heute hier in meinem Heimatort sind. Einen besseren Ort kann es gar nicht geben und dass wir einfach einen kleinen Einblick in den Peter Pane Burger Grill bekommen. Peter Pane gibt es ja nahezu in ganz Deutschland und mittlerweile auch in Österreich. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Wir haben jetzt gerade letzte Woche das 42. Restaurant eröffnen dürfen in Magdeburg und haben damit mit einem in Wien 42 Restaurants und weitere sind geplant. Wahnsinn, finde ich mega, mega gut. Wie lange gibt es denn Peter Pane eigentlich schon so jetzt in seiner jetzigen Form? Seit 2016. Wir haben jetzt gerade unser 5-jähriges gefeiert. Wahnsinn, dann habt ihr ja richtig losgelegt, wenn ihr mittlerweile schon 42 Restaurants habt. Ich bin schon lange ein Fan von Peter Pane, da ihr ja von Anfang an, zumindest damals kleinteilig, vegane Optionen hatte, vegane Burger hatte. Das sieht ja heute komplett anders aus. Mhm. Erzähl doch mal, gib doch mal einen kleinen Einblick in euer veganes Sortiment Stand heute. Stand heute. Wir haben nur bei den Burgern 16 vegetarische und vegane Burger, was sich übrigens über die letzten Jahre, also wenn du uns schon lange kennst, hast du die Entwicklung ja gesehen, dass wir mit einigen veganen und vegetarischen Burgern schon gestartet sind. Ja. Aber das jetzt eigentlich im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut haben und gerade in diesem Jahr nochmal einen ganz großen Step gemacht haben. Nochmal mehr aufgenommen haben, auch so ein bisschen in diese Richtung Fleischalternative, nicht nur Gemüsebratlinge oder was heißt nur, wir wollen gerne beides abdecken. Aber auch in allen anderen Kategorien das weiter ausgebaut haben. Overload Fries, Salate, Dessert. Gestern Abend schon, ihr habt also wirklich mega abgefahren. Warum macht ihr das? Also diese Frage, dieses Wieso, Weshalb, Warum, wie kommt ihr dazu, dass ihr wirklich mittlerweile so ein großes pflanzliches Angebot habt? Ja. Was ist da euer Hintergrund? Wir wollen dann natürlich so ein bisschen mit der Zeit gehen. Also es ist natürlich einmal, die Nachfrage ist da, Veganer, Vegetarier und vor allen Dingen auch die Flexitarier, die wir auch ansprechen wollen und die auch in unserem Fall eine ganz, ganz große Gruppe sind der Gäste, die wir bei uns haben. Aber es ist ja auch ein Stück weit, jetzt auch durch Corona, man merkt ja die Entwicklung, jeder möchte gerne wissen, wo kommt das her, was wird für die Produktion benötigt und da ist auch einfach der vegetarische und der vegane Bereich auch ein großer Punkt, den wir immer weiter und weiter auch in der Zukunft ausbauen wollen. Das hört sich gut an. Also in Zukunft, wenn es genau dahin weitergehen soll, also ihr habt da jetzt, wie gesagt, kürzlich einen riesengroßen Schritt gemacht, zumindest war das für mich gerade so, als ich gesehen habe, also alleine 9 vegane Burger mit Brot und einen brotlosen veganen Burger. Das heißt, wir sind wirklich bei dem rein veganen Angebot bei 10 Burgern. Ist, finde ich, absolut grandios. Wo liegt denn, du hast es eben ja schon grob gesagt, ihr habt Flexitarier und einfach Leute, die einfach so ein bisschen auf Nachhaltigkeit vielleicht auch achten. Aber wie seht ihr denn das? Sind das wirklich so nur Flexitarier und Veganer, Vegetarier, die auf das vegane oder pflanzliche Angebot zurückgreifen oder tatsächlich auch Mischköstler? Auch Mischköstler. Also dadurch, dass wir eben so eine große Auswahl haben, wir haben mittlerweile 7 verschiedene vegetarische oder vegane Bratlinge. Also 6 von 7 sind vegan, einer ist noch vegetarisch. Das spricht auch viele Mischköstler eben an. Ne? Also ist eigentlich im Prinzip mittlerweile für jeden was dabei. Mit Käse, ohne Käse, alles, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Und wer dann auch mal Lust hat, was anderes auszuprobieren, der ist bei uns eigentlich ganz gut aufgehoben. Du kommst ja aus der
Produktentwicklung. Das heißt, du wirst ja irgendwo dolle mit involviert sein in die neuen Kreationen, die ihr gerade habt. Ist es denn für dich persönlich auch so eine schöne Sache, dass man einfach sagen kann, ey, wir machen hier ganz was Neues und vor allem auch für die Veganer, Vegetarier, wie ist denn so persönlich für dich? Super spannend tatsächlich. Also jetzt auch gerade die letzten ein, zwei Jahre würde ich sagen, der Markt wird immer größer und größer, auch an den Produkten, die man so bekommen kann. Das merken wir natürlich in der Produktentwicklung. Das ist nicht nur, damals war es das Tofu-Steak, was man überall bekommen hat als Veganer, so ganz platt gesagt, das hat sich einfach verändert. Und auch in dem, was wir uns an Produkten angucken, was man heutzutage alles so machen kann, ist so eine große Vielfalt, dass wir im Prinzip jeden Tag kommt was Neues, wo wir die Fühler ausstrecken können und gucken können, ist das was für uns? Und auch zu sehen, wie das angenommen wird. Also wir haben ja vor, ich meine, gut einem Jahr den Step gegangen, dass wir den Burger, den viele bei uns kennen und auch lieben, den Held, ins Sortiment. Hatte ich gestern Abend, ganz wunderbar. Genau, dass wir den ins Sortiment gebracht haben. Es war ein ganz neuer Bratling, sowas gab es bei uns zuvor noch nicht. Und dass wir gesagt haben, ganz kurzfristig eigentlich, okay, wir machen das, wir testen das, wie das so angenommen wird. Und das ist so gut gelaufen, was mich natürlich persönlich sehr, sehr freut, dass das so gut angenommen wurde, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Entwicklung, das funktioniert, die müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Karte auch mit aufnehmen. Und so ist es passiert. Mit dem Held seid ihr wirklich, ihr habt ja wirklich so ein, das Zeug beißt sich wie Fleisch, das hat die Textur wie Fleisch, wie du vorhin auch gesagt hast, man hatte damals so ein bisschen Gemüsebratling und. Ist es denn tatsächlich auch so der Renner bei euch unter den veganen Burgern, so diese richtig fleischigen Geschichten oder eher Gemüsebratlinge? Tatsächlich ist es sogar zur Zeit zumindest, seit wir die neue Speisekarte rausgebracht haben, ist es sogar der Held. Ist der bestlaufendste vegane Burger bei uns. Das kann sich nochmal wieder ändern im Laufe der nächsten Monate. Natürlich, weil viele sich jetzt darauf gefreut haben, dass er in der festen Karte ist und sich jetzt natürlich zu Peter kommen, den Burger bestellen, den sie vermisst haben in den letzten Wochen. Aber ich vermute tatsächlich eben aufgrund der Flexitarier, was ich auch schon sagte, dass es eine sehr große Gruppe auch ist, dass der sich sehr weit oben im Ranking bewegen wird. Ich habe gestern gerade gesehen, heute ist ja Dienstag, wir waren wie gesagt gestern auch bei Peter Pane, da war Montag und habe gesehen, ihr habt jetzt den Meatless Monday. Was hat es denn damit auf sich? Warum habt ihr das ins Leben gerufen? Also ich freue mich da natürlich mega drüber, aber was ist der Meatless Monday? Und wieso, weshalb, warum seid ihr dazu gekommen? Ja, den gibt es jetzt mittlerweile schon seit Anfang letzten Jahres. Und das heißt, dass du immer montags für 6,90 Euro jeden veganen oder vegetarischen Burger bei uns bekommen kannst. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, um diese veganen und vegetarischen Burger vielleicht auch mal Fleischesser noch ein bisschen schmackhaft zu machen oder auch den Flexitariern wieder in diesem Fall und auch so ein bisschen Anreiz zu schaffen, mal was anderes auszuprobieren und nicht immer den Burger, den man vielleicht einfach, weil man ihn kennt und immer gerne isst, den bestellt, sondern auch mal zu sagen, hier, guck mal, vielleicht ist das nicht auch was für dich. Finde ich super. Und noch mal ein kleines bisschen zurück in die Produktentwicklung. Sind das da so deine Ideen, dass du sagst, Mensch, oh, man müsste jetzt mal das und das und das machen? Oder guckt ihr einfach so außerhalb, was gibt es gerade auf dem Markt? Was wird gerade gefeiert von den Leuten da draußen? Wie kommt ihr denn so auf eure Kreation? Und wenn ihr eure Kreation fertig habt, wer entscheidet denn, okay, das Ding geht nach draußen oder nicht? Oder habt ihr irgendwo eine Gruppe an Testern, die dann sagen, der oder der? Wenn, dann würde ich auch gerne Tester sein. Ja, das kann ich mir gerne merken, dass ich dich das nächste Mal einlade. Ja, ja, wir sind ja relativ familiär aufgestellt bei uns und haben ein überschaubares Team in dem Bereich, was sich auch aus ganz verschiedenen Leuten zusammensetzt. Also dass der eine ein bisschen eher affin ist in Getränken, der andere eher in Food, einer wieder als Koch in der Qualitätssicherung. Und so in dem Team kommen wir eigentlich auch zusammen und versuchen das wirklich aus allen Perspektiven zu betrachten und auch so ein bisschen aus der aus den Gästeaugen wirklich. Auch einfach einmal nur schmecken, ohne ganz, ganz großes Hintergrundwissen hinter diesem Produkt. Und letztendlich, also entscheiden wir das gemeinsam, natürlich mit unserem Inhaber zusammen. Und wo die Ideen so herkommen, das sind unter anderem Messen, ist auch ganz, ganz vielseitig. Ja. Dass jeder natürlich von uns, der da für dieses Thema auch so ein bisschen brennt, privat unterwegs ist und Augen und Ohren offen hält, sich inspirieren lässt. Und auch einfach, was bietet der Markt? Also wo kommen vielleicht neue, gute, leckere Sachen auf?
wo man auch weiß, das tut irgendwie auch ein bisschen was Gutes für deinen Körper, das wollen wir vielleicht dann gerne auch einfach mal spielen, das ist neu, das kommt vielleicht irgendwie, oder auch Startups machen wir auch sehr gerne, dass wir mal gucken, bei neuen kleineren Firmen, können wir die irgendwie unterstützen, ist es was Gutes, wo wir hinterstehen, und von daher kann ich das ganz schwer sagen, es gibt da gar nicht einen Kanal, sondern es sind wirklich ganz, ganz viele. Du hast ja gerade Messen angesprochen, die sind ja nun in letzter Zeit wahrscheinlich bei euch auch ja mehr oder weniger weggefallen. Ihr habt ja aber auch einen Foodtruck. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, wo ihr vielleicht im Vorfeld sogar sagt, okay, bevor das Ding irgendwo ins Restaurant kommt, dass wir mal im Foodtruck mal gucken, ob so der ein oder andere Burger bei den Leuten draußen ankommt oder wie oder wo kann man euren Foodtruck überhaupt finden? Ja, unser Foodtruck, der ist jetzt in der Lübecker Bucht unterwegs. Auf der Website zu finden, wo aktuell immer, gerne auch in Travemünde. Letztes Jahr stand er ja bei uns am Priwall, auch ein sehr schöner Standort. Und ja, klar, also wir machen schon einen Teil von dem Sortiment, was wir auch in den Restaurants anbieten, aber es ist natürlich ganz, ganz flexibel auch, dass man da mal sagen kann, wie sieht es denn aus, probier doch mal, ob die Käsesorte da funktioniert. Super. Also das ist absolut möglich, aber auch hier kann Peter Pane sehr kurzfristig agieren und dass wir dann auch wirklich mal spontan sagen können, wir machen jetzt mal eine Aktion, die läuft diesen Monat und wir gucken mal, wie das angenommen wird und ob wir das dann vielleicht für die Karte adaptieren können. Ja, also ich glaube, dafür ist es im Foodtruck wirklich ideal geeignet, sag ich mal. Wie lange habt ihr den denn schon? Also ist es tatsächlich irgendwie in dieser Zeit entstanden, wo, sag ich mal, die Messen irgendwie eingeschlafen sind durch die eigenartige Situation, die wir jetzt irgendwie im letzten Jahr hatten? Oder warum habt ihr einen Foodtruck? Weil ich sag mal, ihr habt so viele Restaurants. Ja, also das Besondere an dem Foodtruck ist, dass du den jetzt tatsächlich auch fürs Catering buchen könntest. Und was jetzt auch schon sehr, sehr gut dieses Jahr angelaufen ist, was die Anfragen angeht. Und von daher ist es einfach nur nochmal zusätzlich im Prinzip. Also auch gar nicht so als Testfeld gedacht. Man kann es nutzen, weil es sehr kurzfristig umsetzbar ist. Aber ist einfach eine schöne Sache, dass der so an Urlaubsorten unterwegs sein kann. Und Peter Pane kennt fast jeder. Und wenn denn der Foodtruck irgendwo vorbeikommt, eine ganz wunderbare Geschichte. Aber ihr werbt ja zum Beispiel auf eurer Internetseite, hast du auch gerade gesprochen, dass man natürlich auf eurer Internetseite sehen kann, wo der Foodtruck steht. Aber auf eurer Internetseite werbt ihr ja nicht nur, sag mal, mit euren tollen Produkten, die ihr habt, sondern auch mit diesem ganzen Ambiente, mit diesem familiären, dass es halt wirklich ein Erlebnis ist, zu Peter Pane zu kommen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid ein familiäres Team. Ist das deswegen auch so euer Anspruch, dass man sagt, wir wollen ein familiäres Umfeld schaffen? Ja, absolut. Also letztendlich, das heißt auch nicht umsonst Gast, dass die Gäste zu uns kommen und dazu gehört auch Gastfreundschaft. Und das ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Nicht nur, dass wir Qualität auf den Teller bringen, sondern eben auch, dass der Gast sich rundum bei uns wohlfühlt, zu Hause fühlt vielleicht sogar. Also wir haben sehr, sehr viele Stammgäste auch bei uns. Und dass er so ein bisschen was auch erleben kann bei uns. Also bis hin zu den WC-Räumen, wo man irgendwie reingeht und immer die Geschichte, ich glaube, es ist, wahrscheinlich die Geschichte von Peter Pane. Ja, es sind alle so, das mag das Kind so, ne? Das mögen wir und selbst die ältere Fraktion findet es immer mega gut. Also wenn ich jetzt so von meinen Eltern rede oder so, selbst die finden Peter Pane mega, weil einfach so für jeden etwas dabei ist, also alleine vom Ambiente her. Genau. Sarah, ihr macht nicht nur tolles Essen und ihr legt nicht nur wirklich Wert auf tolles Essen und Ambiente, sondern das Thema Nachhaltigkeit wird bei euch tatsächlich auch groß geschrieben. Ihr habt alleine in diesem Jahr, ich glaube, ist das Grünwochen, hieß das, wo ihr für jeden verkauften vegetarischen und veganen Burger einen Baum gepflanzt habt. Ist das richtig? Das ist richtig. 100.000 Bäume haben wir gepflanzt. 100.000? 100.000, alle in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist auch schon bereits passiert. Das hört sich super spannend an. Ist das denn das erste Mal so eine Art Aktion gewesen, die ihr jetzt gehabt habt, oder gab es sowas vorher schon mal? Also das gab es die letzten Jahre auch, nur dass wir es da noch gar nicht so groß kommuniziert haben. Aber das ist nun mal einfach ein Anliegen, was es bei Peter gibt, dass wir uns eben um solche Dinge auch kümmern. Und in diesem Jahr war es jetzt das erste Mal, dass wir das einfach sichtbar gemacht haben für die Gäste und an Burger geknüpft haben. Das macht es umso sympathischer, also wenn man das nicht immer so an die große Glocke hängt. Aber natürlich, egal wie, alles, was in der Nachhaltigkeit passiert, ist natürlich lobenswert und freue ich mich persönlich auch riesig drüber. Es ist natürlich Peters Herzensangelegenheit, da auch nachhaltig zu sein und das im besten Fall auch in jedem Bereich. Also natürlich nicht nur in der Produktentwicklung selbst, sondern eben auch mit diesen Aktionen und zum Beispiel auch Verpackungen, Strohhalme, dass wir nicht da dann auf einmal Plastik benutzen und da dann nicht mehr mitgehen, sondern dass das eben ganzheitlich stimmt.
Ist denn nochmal irgendwie sowas in der Art an Aktionen geplant in der Zukunft oder wie ist das gerade bei euch? Also anknüpfend an ist das Grün, gibt es im Juli ist das Bunt und das ist, dass du dann für jeden Burger oder für jeden Salat, den du bei uns bestellst, quasi ein Quadratmeter Blumenwiese pflanzt. Und das wird auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern eben bei uns hier in Deutschland stattfinden und um den Lebensraum der Bienen zu erhalten. Super. Bei der Bestellung würde ich jetzt vielleicht noch gleich mal ein kleines bisschen nochmal zurückspringen. Wir hatten uns ganz vorhin, wir beide schon im Vorfeld unterhalten, dass ihr ja auch eng mit euren Lieferanten zusammenarbeitet. Erzähl doch da nochmal was drüber. Ja, genau. Also wir versuchen natürlich möglichst gut und eng mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten und auch da zu wissen, wie arbeiten die eigentlich vor Ort, wie sind die so aufgestellt und da im engen Austausch zu stehen, weil wir natürlich auch mit denen eigene Soßen entwickeln, eigene Bratlinge entwickeln zusammen. Also das ist ja so ein Anspruch bei Peter eigentlich auch, dass wir da eben wirklich so ein bisschen hausgemacht auch sind und von daher passiert das relativ regelmäßig, dass wir dann auch dort in Küchen stehen und gemeinsam rumprobieren oder auch bei uns in den Küchen intern mit unseren Mitarbeitern und einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, welche Soße, welcher Bun, welcher Bratling zu Peter passt und vielleicht in der nächsten Aktion oder in der nächsten Karte eingesetzt werden kann. Das Konzept geht auf jeden Fall auch, weil oberleckere Geschichten dabei rauskommen. Und nochmal ganz kurz auf die Soßen zu kommen. Mittlerweile ist es ja so, dass sämtliche Soßen, die ja mit an den Tischen stehen, die sind auch vegan, richtig? Ja, die sind alle vegan. Absolut mega. Der Burger steht und fällt natürlich auch mit einer Soße. Das ist so Creme de la Creme an dem Burger unter anderem. Sind die denn bei euch auch alle rein pflanzlich? Also der Großteil unserer Soßen ist vegan. Wie wir schon sagten, die Tischsoßen sind alle bei uns vegan, auch die Burgersoße natürlich. Die ist ja schließlich auch auf dem veganen Burger mit drauf. Die haben wir auf allen Burgern, ist die gleiche Burgersoße. Die haben wir auch gerade dieses Jahr frisch nochmal überarbeitet und haben da wirklich geguckt, dass wir sehr gute Zutaten benutzen, dass wir auf raffinierten Zucker verzichten, auch in dieser Soße. Und bei den Dips, die du bei uns dazu bestellen kannst oder die du teilweise eben auch auf den Burgern als Soße bekommst, zusätzlich zur Burgersoße, ist der Großteil vegan. Knoblauchmayo, Trüffelcreme, also wirklich sehr, sehr, in meinen Augen sehr, sehr, sehr lecker geworden. Natürlich haben wir auch welche dabei, wie die Cheddar Jalapeno Creme, die ist jetzt nicht vegan, sondern vegetarisch. Eine rein persönliche Frage, hast du eine Lieblingssoße? Eine Lieblingssoße, also da muss ich leider sagen, für dich die vegetarische Soße, die heiße Cheddar Cheese Creme, die für mich einfach auf jeden Burger und auf jede Beilage raufpasst. Okay, dann werde ich dir irgendwann mal persönlich zeigen, wie ich meine vegane Cheddar Cheese Soße mache. Da können wir ja mal beide ein kleines bisschen rumprobieren. Aber was natürlich auch super ist, ihr habt ja nicht nur ein Brötchen, um nochmal auf den Burger an sich zurückzukommen, sondern man kann bei euch da sogar das Brötchen wählen. Ihr habt drei verschiedene Burgerbrötchen? Genau, drei verschiedene Burgerbrötchen. Sauerteig, Meerkorn und Brioche, richtig? Genau, richtig. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Burgern gesprochen und wir sitzen ja hier mitten im Burgerrestaurant in Warnemünde. Ich habe oberleckere Gerüche in der Nase. Ich will natürlich was essen. So, Sarah, hast du eine persönliche Empfehlung an mich von den ganzen veganen Burgern? Also, dass du den Held sehr gerne isst, das habe ich ja schon gehört. Ich würde dir fast empfehlen, mal einen von unseren Rindfleischburgern, aber nicht mit Fleisch zu probieren, sondern mit dem Weg von Beef Bratling. Der ist vegan und das ist in diesem Jahr neu, dass du alle Rindfleischburger auch mit dem Weg von Beef Bratling bestellen kannst, ohne Aufpreis. Und somit, wenn da nicht gerade noch E-Bacon oder Käse mit drauf ist, wäre der Burger dann auch vegan. Das heißt, euer veganes Burger-Sortiment bricht ja damit nochmal, sag mal, weiter auseinander. Das hört sich richtig, richtig gut an. Dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt was aus, lassen uns was Leckeres auf den Tisch stellen und werden es einfach ein kleines bisschen durchprobieren. Liebe Sarah, das hat mich ganz, ganz dolle gefreut, dass du uns heute wirklich so einen coolen und mega interessanten Einblick in den Burger Grill Peter Pane gegeben hast. Euch da draußen danke ich, dass ihr wieder mit dabei seid und hoffe, ihr habt ebenso viel Freude und Spaß daran gehabt. Dann guckt doch einfach bei euch um die Ecke, wo ihr den nächsten Burger Grill von Peter Pane findet und futtert euch mal so richtig anständig durch die Karten. So, liebe Sarah, bevor die Kameras jetzt schlussendlich ausgehen, hast du noch ein paar Schlussworte an die Gäste da draußen. Ja, ganz kurz ein Satz noch, aber dir vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute gesprochen haben und dass wir zusammen hier waren.
Und ja, kommt gerne vorbei, probiert gerne mal einen neuen Burger oder eine neue Soße aus. Wir freuen uns auf euren Besuch.